Na, da werde ich doch hellhörig, wenn es heißt, Alden, hast du schon mal probiert? Auf Renken? Am Ladoga? Da muss ich doch hin. Schön zum Ladoga, zack, direkt testen, auf die ollen Renken. Foxy-Renken, Walam-Buckelmarene, Ripus-Marene und was nicht alles. Am besten noch die Wolcho-Renke, zuletzt ja auf Vecchi-Rig gefangen. Habe ich hier tatsächlich noch gar nicht probiert. Wäre nochmal eine Option. Schön nochmal mit dem Vecchi allen. Könnte ich eigentlich gleich auch nochmal reinwerfen. Aber bisher, gerade hier hinmarschiert, der Devilus meinte Alden. Renken. Zack. Instant. Klack, klack. Eingepackt. Nicht mal eingepackt. Sofort reisen. Sofort zum Ladoga. Ja, eigentlich ein recht bekannter Spot. Lief ja vor Wochen auch schon mal. Und ich bin halt gerade direkt nochmal hin. In den Morgenstunden ging es gerade auch ganz gut ab. Mit 6er-Haken war ich unterwegs. Hab dann allerdings geändert auf 4er-Haken. Und man sieht es, glaube ich, auch ganz gut. Angefangen, wie gesagt, hier 6er-Haken, relativ klein. Und dann gewechselt auf 4er-Haken. Und das ist dann hier die nächste Linie. Deutlich besser. Und dann hatten wir aber hier so langsam die Mittagszeit. Und dann wurden sie wieder kleiner. Das heißt also Morgenstunden. Jetzt bin ich gespannt, was die Abendstunden machen. Ob das dann auch richtig gut reinballert. Guck mal, da zuppelt es gerade los. Auf der roten. Ich hoffe, das ballert jetzt auch rein. Zwischendurch waren einige Bisse drauf, die nicht gehakt sind. Heißt also, da waren es viele oder mehrere kleine Fische jetzt auch den Tag über, wofür wahrscheinlich der Haken einfach zu groß war. Heißt also, wenn ihr da alles mitnehmen wollt, vielleicht auch irgendwelche Zwergmarien oder irgendwas anderes Kleines, dann natürlich auch gerne mit einem kleineren Haken, speziell tagsüber. Ja, wieder nicht gehakt. Speziell tagsüber natürlich rangehen. Vielleicht sind es auch ein paar Stinte oder so auf diesen Ködern. Gucken wir mal von der Temperatur. Wir haben es relativ warm. Ich war aber die ganze Zeit eigentlich so auf 1,60. Ich mach mal ein bisschen. Oh. Ei, was haben wir da? Das ist aber eher eine. Ja, das ist aber eher. Ei. Wo komme ich denn jetzt dahin? Das ist jetzt eher eine Forelle. Eine Sefo. Alden. Gerade mit diesem Hoch, mit dem Hochdrücken der Pose. Ei. Und dann so eine Action. Was ein Geraffel. Ich werfe in der Zwischenzeit schon mal hier wieder aus. Das kann ja noch ein bisschen dauern. Ich bleibe mal auf 1,60. Oder ich mache mal auf 1,80. Mache mal ein bisschen tiefer. So, werfen wir aus. Was sind das hier? 15 Meter. Nicht mal ganz. Irgendwas so in dem Bereich. Man kann wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter. Ja, dann versuchen wir den mal hier schön zu Ende zu drillen. Den Brocken. Ei. Der erste Brocken auf die Köder-Kombi. Vom Setup her übelst fein. Deswegen geht es hier so eine kleine Sefo mit. Lassen wir sie 1, vielleicht 2 Kilo haben. Deswegen ballert die jetzt natürlich auch so übelst rein. Das Setup, wir können mal eben gucken. 10 Kilo Schnur einfach genommen. Aber dann hier ein kleines 3,7er Vorfach und ein 4er Haken. Man kann natürlich auch mit einer anderen Schnur daran gehen. Angemessen. Aber wie gesagt, es klappt ja auch so. Jetzt müssen wir mal eben hier so ein bisschen um die Kurve, dass ich da weiter hinterher drillen kann. Nicht, dass die gleich da hinten zum Horizont raus ab wegrennt. Weißt du was? Wir ziehen jetzt hier einfach mal hart dran vorbei. Wenn sie hakt und dran bleibt, ist alles gut. Wenn nicht, dann nicht. Aber ich muss jetzt hier schnell dran vorbei, sonst ist eh vorbei mit dem Fisch und er haut mir ab. Ei. Kurbel schneller. Kurbel. Alter, er kommt einfach nicht aus dem Quark. Und das war's schon. Der Fisch ist weg. Ei. Vielleicht kriegen wir ihn noch da links gegen die Wand ein bisschen gedrillt. Ei. Was ein Geraffel, Alden. Was für ein Geraffel. Sieht man ihn von hier schon? Nee. Ne, der macht auch noch keine Anstalten. Ja, das wird ein bisschen dauern jetzt. Der hat Bock. Ich guck mal, wie weit wir hier hinkommen.
Noch weiter nach links? Nee, kommen wir nicht. Höher kommen wir auch nicht. Nö. Und er ist weg. Was sagt das Set? Wir haben rund 200 Meter drauf. Naja, im schlimmsten Fall dauert es jetzt einfach eine halbe Ewigkeit, bis ich ihn wieder eingekurbelt habe. Gucken wir mal, was er macht. Und ja, gute Reise, ne? Ich glaube, der, wenn ihn einer findet am Archipel, einfach mitbringen, dann sammle ich ihn wieder ein und ziehe da den Haken gleich raus. So, ich hoffe, ich kriege ihn jetzt hier rum. Den Brocken. Alter, was ein Geraffel. Aber ich glaube nicht, er hängt da noch zu sehr an dieser einen Ecke. Ei, 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 ei. Ich glaube, der hängt hier zu sehr an der Ecke. Da muss ich ihn doch auf die andere Seite ziehen. Ja. Naja, ach je. Dann muss er da drüben hin. Ist aber noch ein weiterer Weg. Ey, warte mal, kriege ich den nicht hier nochmal rüber? So. Ziehen, ziehen, ziehen. Jetzt machen wir ihn locker. Locker mit der Bremse. Immer noch die Spannung halten, aber lockerer. Dass er nicht so weit gezogen wird wieder. Jetzt renne ich wieder da runter. Was ein Geraffel, Alter. So, dann haben wir ihn noch gut gelenkt. Und jetzt kommt er ran hier. Ei, 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 ei. Was ein knappes Ding, Alden. Was ein knappes Ding, ey. So, jetzt komm ran hier. Was wird das Ding haben? Keine Ahnung. 3-4 Kilo vielleicht doch, wenn er so lange Gas gegeben hat. Wie gesagt, Vorfach hat halt nur 3,7 Kilo Tragfähigkeit abgefahren. Richtig wild, ey. So. Was ich allerdings merke ist, dass halt die Rolle, ich hatte mir jetzt an dem letzten Tag des Weihnachtsmarkts dann doch nochmal die Full Metal geholt. Die hatte ich jetzt gerade einfach hier rumliegen, hab die mal drauf geklatscht. Alter Falter, ist das Ding langsam. Ist das Ding langsam, allen. Ungewohnt langsam. Ungewohnt langsame Übersetzung. Also bin ich echt kein Fan von. Ist wahrscheinlich auch nur Gewohnheitssache. Aber bei einer ganz starken Strömung hatte ich das jetzt zuletzt gemerkt an der Tunguska zum Beispiel. Da kriegst du ja quasi den. Da kriegst du ja einen Popper kaum in Wallung, ey. So, komm ran hier. Nun ist genug. Genug geschwommen für heute und für immer. 5,3 Kilo. Alden. Das Schlingel, ey. Ah. So, jetzt aber mal schnell zu den anderen Routen. Die warten schon. Zack, angekommen, sofort gesehen, Route ging runter, instant anschlagen. Ei, ei, ei. Mann, 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 ist natürlich jetzt schade, ey, die Primetime sozusagen verpasst jetzt hier durch diesen Monster-Drill. Abgefahren. Ah. Und ich bin doch so gierig auf diese ganzen Renken und Maränen, weil es einfach geile Fische sind, weil sie so selten sind. Und weil sie ja doch mittlerweile ganz gut Silber bringen, überlege ich mal, die Volcho im 3-Kilo-Bereich oder 2, ja auch schon dreistellig von der Summe. Also, abgefahren. Alles drei nochmal schön ausgeschmissen. Zack, und da geht die nächste rein. Ja, sehr schön. Also, bedeutet natürlich nach so einem langen Drill, ja, Nachteil war natürlich diese lange Zeit. Vorteil, die Nacht ist rum. Und wir haben wieder die Chance auf die Foxy. Foxy-Renken allen. Voxy-Renke, sehr, sehr schön. Immerhin 700 Gramm. Einen dickeren Brocken habe ich schon. Warte mal, hier gucken wir mal eben von der Tiefe. 1,90 war das jetzt. Auf 1,90 Meter. Gucken wir mal, ob jetzt. Ne, muss ich ein bisschen weiter werfen.
Gucken wir mal, ob die, die anderen, ich glaube, ich habe ja noch eine auf 2 Meter ungefähr, ob die da auch drauf reagieren. Aber ich glaube, das geht jetzt auch gleich erst so ein bisschen wieder los. Wir haben jetzt gleich 4 Uhr. Dann ist das schon eine ganz gute Uhrzeit wieder dafür. Oh, zack, wieder. Ei, ei, ei. Das ist ja so krass, ne? Man sieht es halt kaum, ne? Zack. Schießt sie direkt runter. Ja. Der hat aber auch Bock. Der hat auch Bock. Hoffentlich keine Forelle. Aber verhält sie auch schon so ein bisschen anders, oder? Ah, mach mich nicht fertig, Alter. Nicht der nächste Drill. Ich habe gerade mal die eine in der Mitte rausgenommen, die Rute, und habe hier den Weckiwurm ausgeschmissen. 3x4x gezuppelt. Jetzt macht er einen auf den hier. So, vorsichtig, ja. Passt doch. Ja, die größeren Ränken, auch die gehen natürlich bei so einem feinen Setup natürlich in den Drill. Aber das ist ja auch das, was ich gerade möchte. Ich möchte gezielt halt in den Drill reingehen. Das heißt, ich habe natürlich ein Setup, was deutlich mehr tragen könnte. Gehe aber extra auch ruhig mit diesem guten Setup, auch hier auf der Route mit Pluswerten aufs Match, auf die Matchmontage. Mit diesem Setup gehe ich natürlich jetzt auch gerne auf die kleineren Fische. Hau mir natürlich dann dementsprechend mehr Schnur drauf. Und versuche dann damit die richtig guten Brocken rauszuziehen. Und natürlich extra feines Setup, damit man weniger Scheuchwirkung hat und das ganze Theater, ne? Also weniger Scheuchwirkung. Lieber halt extra in den Drill rangehen mit ein bisschen mehr Schnur und dann passt das schon. So übelst ist der Verschleiß ja nun nicht, ne? Tja, wenn das der richtige Brocken ist und nicht schon wieder so eine Sefo. Und da lässt er sich sogar schon wieder ranziehen, also hat gar nicht so ganz lang gedauert, sieht auch schön dunkel aus, es ist glaube ich keine Sefo, das ist gut. Das ist richtig gut. Alter, 1,9! Bäm, ey, von den geilen Viechern, es ist einfach ein geiler Brocken, 1,92 Kilo, mega geil, Alter, schönes Ding, macht richtig Bock. Direkt wieder rauswerfen hier, die Morgenstunden, die sind es, schnell auf die zweite, auf die nächste Rute, zack, 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 auch der nächste, jawohl, und gehakt. Keine Zeit für Wecki-Rig, Alten. Keine Zeit für Wecki-Rig. Und noch eine Foxy mit einem Kilo. Alter, ohne Scheiß, alleine für die Morgenstunden, da lohnt es sich schon. Ich will aber trotz allem nochmal auf Wecki probieren. Das ist einfach zu interessant. Wenn da noch was reinballert, wäre das auch richtig cool. Einfach, weil es eine andere Angelart ist, ne? Du kannst hier ein bisschen aktiv was machen. Und nebenbei machst du halt so, guckst du schön auf die Posen. Ballerst dann da mit dem Wecki-Wurm schön rum. Und vielleicht gehen auch noch ein paar andere drauf. Wenn jetzt hier die ganze Zeit die Foxys, guck mal, zack, Biss. Wenn hier die ganze Zeit die Foxys gehen, vielleicht geht ja auf dem Wecki-Rig nochmal die Volcho oder die Ripus-Marine oder so Sachen. Oder der Barsch, wer auch sonst. Alter, Barsch und Wecki-Rig, ne? So, die gehen halt immer. Die gehen halt echt immer. Grünlicher Köder gerade dran. Damit hatte ich tatsächlich schon die Volcho, deswegen habe ich den wieder verwendet. Ich kann mal eben kurz zeigen, vom Setup her. Auch hier gar nicht so ganz schwer. 9 Kilo Vorfach jetzt einfach gewählt, 4er Haken. Und dann hier den Active V-Stick 5, also 502. Und ja, wie gesagt, da ging ja, ist auch ein Video, ist jetzt schon ein paar Wochen her. Hier oben in dem Bereich hatte ich dann die fette Volcho-Ränke. So, ich werfe noch ein paar Runden und wir warten auch natürlich noch ein bisschen ab, ob ein bisschen mehr geht. Und ja, wie immer, ne? Gleich kommt der Check, was die Viecher denn so bringen. An Zaster. Ja, das war doch schon mal nicht Oh! Oh ne, oh ne, oh ne. Das war jetzt schon mal gar nicht schlecht. Ich habe gerade einmal ausgeworfen, zack, sofort war der Biss da dran. Und jetzt wollte ich einfach eine kleine auf Wecki-Rig. Alter, was jetzt?
jetzt ballert mir direkt der nächste rein. Ist schnell runtergegangen. Ich hoffe also, dass es jetzt nicht wieder eine... Ja, müsste vom Verhalten, passt das aber. Dass es nicht schon wieder eine Sefo ist. Gucken wir mal, was geht. Und den drillen wir erstmal noch ein bisschen raus hier. Alter, wie es einfach geil ist, ey. Wie es einfach geil ist. Hart am Drill auf leichtem Set. Es ist einfach zu krass, aber man zieht sie... Oh, guck mal, da kommt sie. Man zieht sie raus, man bekommt die Brocken. Ludoga-Ränke, alter Falter, bäm, ey, 2,5 Kilo, schmeckt. So, ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal schön entspannt zum Shop und gucken mal beim Fischmarkt, was die Dinger so bringen. Ja, im Café sind beide Fische nicht drin oder die Fische, die ich gefangen habe, leider nicht. Da ist gerade der letzte noch oben schön zu sehen, also Ludoga-Ränke, bäm, mit 26 Ocken, am meisten Kohle bringt natürlich hier die Foxy-Ränke, auch bald mit 2 Kilo. Richtig schönes Ding. Also, nicht so viel Kleinkram. Das ist halt auch richtig cool. Wenig unmaßige. Und dann hier schön reingeballert. Passt. Von der Fangzeit jetzt hier mit gut einer Stunde und dem langen Drill ist es natürlich jetzt nicht ganz so viel, also sind jetzt nicht ganz so viele Fische. Ich denke, das kann man natürlich noch optimieren. Ich finde es allerdings sehr, sehr geil, mit diesem dünnen Vorfach dran zu gehen. Vielleicht noch maximal so in Richtung 4,4 Kilo, 5,4, vielleicht gibt es ja auch Vorfächer. Einfach mal testen. Oder dieses geflochtene Vorfachsmaterial vom Karpfenangeln, auch das gerne mal testen mit 6, noch was Kilo. Könnte gut funktionieren. Und ich werde auch nochmal testen, Microbraid, nicht das 2,8er. Es gibt auch eins im Bereich von 5 Kilo. Ja, ich denke, das könnte auch ganz gut funktionieren, um hier schön gezielt auf die Ränken zu ballern. 220 Silber, schön entspannt, auf Pose rausgeballert. Kann man gut machen. Wenn das Ganze geholfen hat, gerne den Daumen da lassen fürs Video, den Kanal abonnieren und die Glocke reinballern. Warum? Naja, weil das halt der maximale Support ist. Dankeschön. Petri, ihr Lümmels, bis zum nächsten Mal.